Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das interessante Thema Überspannungsableiter, Überspannungsschutz. Haben wir ja alle irgendwie gehört und wird überall suggeriert, das ist Pflicht, das ist Vorschrift, das muss man machen. Ja, das ist einmal die Neuanlage. Da baut man dann unten den Kombiableiter ein. Aber was ist mit den Leuten, die halt Anlagen schon länger haben? Da ist ja, es gibt ja keine Nachrüstpflicht. Bei Feueranlagen geht aber das auch nicht. Was machen wir dann? Bei älteren Elektroanlagen besteht keine Nachrüstpflicht. Jedoch sinnvoll ist es allemal. Viele Kunden kommen auf mich zu und fragen mich, ob man sowas nachrüsten kann. Selbstverständlich, nur der Kombiableiter für das Sammelschienensystem funktioniert da nicht. Gibt aber andere Lösungen. Natürlich gibt es aber auch eine Hutschienenmontage über den Zeller, also nach dem Zeller, in Energieflussrichtung gesehen. Das Ganze gibt es auch als Typ 1 Gerät und wird dann überhalb den Zeller direkt montiert. Aber das zeige ich hinten. Es gibt auf YouTube einige Videos zu dem Thema Überspannungsableiter. Ich habe mir da jetzt ein paar angeschaut und vor allem ist es gar nicht um das Video selber gegangen, sondern um die Kommentare. Und diese Kommentare haben mir gezeigt, wie wenig sich die Leute eigentlich mit dem Zeug auskennen. Also grundsätzlich, selbstverständlich, es besteht die Vorschrift, die Pflicht, aber nur für eine Neuanlage. Für ältere Anlagen muss man das nicht ergänzen. Da gibt es keine Vorschrift, dass man die Nachrüstpflicht oder irgendwie sowas. Nichtsdestotrotz ist ja sinnvoll. Es ist ja erwiesenermaßen sinnvoll. Viele Leute, viele von meinen Kunden kommen auf mich zu, kann man da was machen. Ich habe aber nicht den HSA die Möglichkeit. Und genau das ist das, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da ist das. Ein Typ 1 Überspannungsableiter nach dem Zeller in Energieflussrichtung gesehen. Installiert worden, daraufhin unwahrscheinlich viele Schlaumeier-Kommentare. Das ist total falsch und das geht und klappt und hin und her und hin und her. Gut, der junge Mann, der das macht und der das zeigt, hat natürlich tatsächlich einen Fehler gemacht. Das war nach dem Zeller, also das war keine Unterverteilung, ich müsste euch jetzt das als Hauptverteilung, als Zellerverteilung vorstellen. Da oben war dann der Klemmbock, die Hauptabzweigklemme und der hat den nicht in dieses Feld, sondern in das andere Feld. Die Vorschrift gilt für Neuanlagen und für welche Typen auch immer, die Drähte, die Leitungen, die Adern zu dem Teil müssen so kurz wie möglich sein. Das heißt, immer gleich neben dem Anschlusspunkt genau der PE oder der Potenzialausgleichsleiter so nah wie möglich, so kurz wie möglich. Das trifft überhaupt und immer zu. Wenn wir gleich bei dem Thema Hand. Man sieht, da unten zwei verschiedene Anschlussklemmen. Einmal Schutzleiterzeichen und einmal PE. Was ist jetzt der Fakt? Was ist jetzt der Sache? Ganz einfach. Der Typ A muss das Blitzstromvermögen, auch Blitzströme ableiten können. Und diese Blitzströme erfordern ein 16 Quadrat, mindestens 16 Quadrat Kupfer, Erdungsdraht, nenne ich jetzt einfach einmal, eine direkte Verbindung zur Hauptpotenzialausgleichsschiene, Haupterdungsschiene, wie auch immer. Wenn ich diesen Typ 1 Charakter, den ich da hier unten drin habe, nicht verbaue, wenn es nur um Typ 2 oder Typ 3 oder was geht und das Blitzstromvermögen nicht mehr benötigt wird, vorgeschrieben ist, brauche ich das auch nicht. In die Unterverteilungen drin kommt ja ganz oft, wenn zwischen Zellerschrank und Unterverteilung die Entfernung größer als 10 Meter ist, empfiehlt sich dieser Typ 2 Überspannungsableiter in den Unterverteilungen. In den Unterverteilungen hat man meistens außer der Zuleitung nicht noch einen separaten zweiten Erdungsdraht. Ja, dann hat man halt nicht. Quatsch, da irgendwie was nachträglich zu installieren. Ich rede natürlich jetzt von normalen Anlagen ohne äußeren Blitzschutz. Wenn äußerer Blitzschutz vorhanden ist, sind noch ein wenig spezielle Geschichten erforderlich. Ich habe den jetzt abgeklebt, habe Typ 1 draufgeschrieben, sonst kriege ich wieder ganz viele dumme Kommentare. Das Gerät ist natürlich jetzt ein Typ 1, weil ich als Typ 1 in meiner Anlage, also als Kombiableiter Typ 1, 2, 3, den Kombiableiter habe, aber bei alten Anlagen das vielleicht oft nicht möglich ist, dann gibt es genauso gut dieses Gerät für Hutschienenmontage
als Typ-1-Gerät. Das installiert man dann einfach neben der Hauptabzweigklemme, so nah wie es geht. Die Adern L1, 2, 3 und der Neutralleiter kann man da einführen. Wenn es jetzt im Hauptzählerschrank ist, müsste ja irgendwo in der Nähe die Hauptpotentialausgleichsschiene, also wenn es ein Typ 1 sein muss, braucht man einmal die Verbindung vom PE zur PE-Schiene und ein zweites Mal einen extrigen 16 Quadrat zur Hauptpotentialausgleichsschiene, Haupterdungsschiene. Wenn das kein Typ 1 mehr ist, wenn man das in der Unterverteilung verbaut, ist das nicht mehr erforderlich. Genauso gibt es auch noch den Typ 3, den man hinter Steckdosen zum Beispiel montieren kann oder auch Überspannungsableiter für die Wandmontage für Kommunikationseinrichtungen, Router, solche Dinge. Die Produkte verlinke ich unten einmal und aufgrund von vielen Kommentaren, die da schreibt, es ist der Typ 2, funktioniert gar nicht ohne Typ 1, das ist ja der größte Schmarrn. Je nach Netzsystem, je nach Gegebenheit, braucht man gar keinen Typ 1, reicht der Typ 2 vollkommen aus. Dazu habe ich eine kostenlose Seite unter dem Video verlinkt. Wer sich für das Thema interessiert, soll da unten mit draufdrucken. Die Produkte verlinke ich auch, dass ihr einfach einmal ein Gefühl habt. Unterscheiden muss man immer in den Netzsystemen. Hat man ein TT-Netz, hat man ein TN-Netz. Je nachdem gibt es verschiedene Geräte. Mittlerweile sind die so fortschrittlich, dass man bei den neuen Anlagen, aber auf das gehe ich gar nicht stark ein, weil die neuen Anlagen, da gibt es 2000 Videos, dass man mit diesen Geräten sogar das APZ-Feld absichern kann. Passt neben zwei SLS-Schalter und der Hager-Einspeiseadapter, passt dann der den Guard, den Shield noch mit rein. Also das ist extrem komfortabel geworden, die ganze Geschichte. Aber es gibt halt einfach auch die andere Variante. Gehen wir nochmal auf die Fake Facts ein, wo es ständig behauptet wird. Nummer 1, der Standard ist, es muss ein Überspannungsableiter immer in Energieflussrichtung vor dem Zähler montiert werden und das ist irgendein VDE. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Bei Neuanlagen wird Überspannungsableiter gefordert. Je nachdem, was man für ein System hat, muss man sich dementsprechend laut diesen Normen und Vorgaben installieren und angeben. Grundsätzlich zu behaupten, ohne Typ 1 wäre Typ 2 sinnlos, stimmt nicht und ist falsch. Fake Nummer 2. Der Typ 1, den gibt es nicht als Hutschienenmontage. Stimmt nicht. Selbstverständlich gibt es den als Hutschienenmontagegerät. Selbstverständlich darf man den in Energieflussrichtung nach dem Zähler installieren. Da gibt es keine Vorschrift. Fakt Nummer 3. Das Typ 2 Gerät funktioniert nicht ohne Typ 1. Falsch. Lest sich dazu unten das kostenlose PDF, das ich unten verlinkt durch. Das ist ein sogenannter Überspannungsblitzschutzplaner. Da wird genau darauf eingegangen, wann welches Kriterium erfüllt werden muss oder bei welchen Kriterien welche Hardware verbaut werden muss. Nummer 4. In jeder Unterverteilung immer muss der Typ 2 installiert werden. Absolut, absolut falsch. Wenn die Entfernung zwischen dem Typ 1 Gerät, also dem Zellerschrank, und dem Typ 2 Gerät innerhalb 10 Meter liegt, braucht man da keinen Typ 2, in dem Fall gar nicht. Die Kombi-Ableiter, in dem Fall jetzt, wie ich da habe, das ist sogar ein Typ 1, 2, 3. Also da brauche ich sonst gar nichts mehr. Wenn jetzt dann von der Unterverteilung die Entfernung zu der Steckdose wieder irgendwo in dem 10-Meter-Bereich ist, brauche ich wieder nichts. Es ist auch nicht vorgeschrieben. Wenn man den Typ 1 drin hat und die Entfernungen doch weiter wären, dass man dann hinter jeder Steckdose, die weiter entfernt ist, die Typ 3 installiert. Das war schon ein wenig. Wie man das jetzt montiert und anschließt, auf das gehe ich gar nicht näher ein. Das ist nämlich so, das darf sowieso nur Fachkraft machen. Das darf allein sowieso nicht tun. Sowas irgendwie im Vorzählerbereich rumpfuschen,
Da bin ich absolut dagegen. Sowas soll ein Elektriker machen. Auf was ich aber eingehe, sind ein paar so kleine Details wie dieses Typ 2 Gerät. Die Anschlussklemmen, die diese Geräte haben, sind sogenannte Käfigklemmen. Und in Käfigklemmen braucht man keine Aderenthülsen. In der Verteilung wird ja meistens flexibel verdrahtet, also keine starre Leitung, sondern eine flexible Leitung. Nur wenn Käfigklemmen vorhanden sind, braucht man keine Aderenthülse. Überspannungsschutz installieren, einbauen, ist immer gleich. Nein, eben nicht. Selbst wir Fachkräfte, die wir die normalen Systeme eins nach dem anderen eigentlich schon ganz gut, sehr gut beherrschen, haben wir immer wieder die Herausforderung kommen an Systeme, wo nicht so ganz klar ist, wie man das macht. Da gibt es kein Basteln und sonst was. Dann rufe ich die Firma den an, in dem Fall, da habe ich einen Ansprechpartner und plane das mit denen. Ich sage ihm, ich tue mir die Leitungswege ein wenig von der Unterverteilung zu der Unterverteilung oder von da zu da. Da schaut es so aus, da habe ich einen Ehrungsdraht in der Nähe, da habe ich keinen mit Blitzschutz oder ohne Blitzschutz. Und dann erarbeiten die mit mir zusammen ein Konzept und das kann man dann einbauen. Wenn man nachrüstet, kann man ja nicht irgendwie ständig neue Leitungen legen. Da muss man ja auch irgendwie Überspannungsableitung so machen können. Man muss ja vielleicht Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber die sind gar nicht einmal so groß. Jetzt mein Appell an die Berufsschulen, an die Handwerkskammern, die junge Leute unterrichten. Dort auf das Thema, ich finde das Thema wichtig, dort auf das Thema ein bisschen genauer eingehen. Dort ein bisschen das erklären, dass das je nach Produkt vielleicht nicht stimmt, was ich so lernt. Ich habe es in anderen Videos bei anderen YouTubern gesehen. So unwahrscheinlich viele falsche Aussagen. Das sind aber Elektriker. Die sind dann ihres Zeichens Elektriker. Vielleicht noch in der Lehre, vielleicht frisch ausgelernt, haben dann irgendwo mal was gehört. Da muss der Kombiableiter rein. Das ist halt einfach, möchte fast sagen, zu 99,99% das Konzept, die bei den Firmen eingebaut wird, ein Familienschrank, da ist die Unterverteilung daneben, dann kommt der Kombiableiter rein, fertig. Wir wissen es aber auch nicht. Aber gescheiter herschmatzen, das ist einfach verkehrt. Dort die Leute dahingehend ein bisschen besser schulen, dort ein kleines bisschen die berufsgenossenschaftlichen Schulungen ein wenig zurückschraufen und dort wieder ein wenig mehr Elektrotechnik unterrichten. Das war nämlich wichtiger. Warum ich das extra anspreche? Einer meiner Auszubildenden ist dahergekommen, hat gesagt, der Berufsschullehrer hat behauptet, weil da oben steht, L1, L2, L3, es ist wichtig, dass man da an diesem Gerät das richtige Drehfeld anschließt. Sonst funktioniert der nicht. Also, ein solcher Schwachsinn, ja, ich weiß auch nicht, so ein Schwachsinn kann sich gerade irgendjemand ausdenken. Ich mag jetzt da nichts sagen, aber es ist ein Schwachsinn. Übrigens, bei den normalen Ableiter, sage ich jetzt mal Typ 2, kann man die einzelnen Elemente rausnehmen, wenn sie defekt sind, bei einer Überspannung. Haben da ein optisches Sichtfenster, zeigt an, ob es funktioniert oder nicht, und kann man auswechseln. Da muss man nicht jetzt mal die komplette Einheit austauschen. Beim Kombi-Ableiter allerdings funktioniert das nicht. Zum grundsätzlichen Namen. Elektrotechnik ist gefährlich. Sowas darf nur ein geschultes Fachpersonal machen. Immer die 5 Sicherheitsregeln beachten und bei den Geschichten, vor allem im Vorzählerbereich, unbedingt stromlos schalten. Die NH-Sicherungen am Panzersicherung, am NH-Hausanschlussschrank rausnehmen. Unbedingt. Natürlich auch da die Sicherheitsvorschriften beachten. Handschuhe, Helm mit Sichtschutz, entsprechende Schutzkleidung, immer drauf achten. Was mir noch ein sehr großes Anliegen ist, dort in die Handwerkskammern oder in den Lehrbetrieben euren Auszubildenden ein bisschen mehr wieder Werkzeugkunde beibringen. Man muss aufpassen, bei ganz normalen Schaltgeräten, Sicherungen FI, kann man mittlerweile, und da bin ich ein Fürsprecher, mittlerweile die SLPZ-Schraubzieher verwenden. Nur jetzt zum Beispiel bei dem DIN, da passt der nicht. Da meint man ein kleines bisschen, dass er reinpasst, aber da passt einfach nur ein ganz normaler PZ und nicht diese Schraubzeugerkombinationen. Dort da ein bisschen aufnehmen, aufpassen,
ein bisschen eure auszubildenden Schüler unterrichten, was das angeht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, ich komme ganz oft auf Baustellen hin, da ist sowas eingebaut und da haben die kompletten Anschlussschrauben total ausgelutscht, weil das verkehrte Werkzeug genommen wird. Warum auch immer. In 100 verschiedenen Ausbildungsszenarien wird diesen Auszubildenden nahegelegt, Cuttermesser ist böse, die haben wir nicht verwenden, aber die Schraubenzeuger wissen es auch nicht, wie es damit umgehen sollten. Also, ein kleines bisschen wieder mal ein wenig zur Realität zurückkommen. Das war extrem wichtig. Das war's von dem Video. Wenn ihr Fragen dazu habt, egal welcher Art, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Dann gehe ich in einem extra Video vielleicht nochmal extra drauf ein. Egal welche Geschichte, kriegen wir irgendwie schon hin. Je mehr Likes und Abos das Video kriegt, desto einfacher tun wir natürlich weitere Videos in dieser Art und Weise zu produzieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, servus. Und los, hängt nicht auf Arschen.